Neue Etage, neues Glück. Vom Keller ins zweite Obergeschoss. Nach der wilden Wasserwerft kommen wir jetzt zu Frostbeulenfrust. Die 10. Welt und es wird wieder eisig. Yoshinski macht sich auf den Weg. Großkopf Schneemann. Ich wollte Schneeman oder so sagen. Gut. Okay, Yoshi, probier's. Tu, was du kannst. Tu, was du nicht lassen kannst. Ich bin mal gespannt, ob es hier irgendwelche gravierenden Änderungen gibt. Moment mal, was ist mit Yoshi, wenn er so eine... Yoshi verschlingt seine Gegner und hat nun Sodbrennen. Mithilfe der Powerblume kann er Feuer spucken. Drücke dazu A. Ah, ich habe mir sagen lassen, ein gegrillter Gumba köstlich schmeckt. Numm. Ja, ist ein Pilz, ne? Aha, es geht also nicht nur um die Angelegenheiten, dass wir ja so ein Lagerfeuerchen da schlucken können, sondern auch mit der Powerblume direkt mal so ein Portemonnaie einheizen. Okay, dann weiß ich das. Falls mal wieder sowas, so eine Situation entsteht, bin ich hoffentlich besser informiert. Böms. Weil Hitze kann man vor allen Dingen in dieser Welt wieder gut gebrauchen, ja. Die zweite der zwei Eiswelten nach Biberbergbob. Die hier ist ein bisschen schwieriger an für sich. Klar, ist ja eine spätere Welt, aber sie ist irgendwie kleiner, habe ich das Gefühl. Klein, aber fein. Wie immer bei dem ersten Stern einer Welt, oder meistens, soll man erstmal nach ganz oben. Dass man sich ein... Ja, what the hell? Dass man sich einen Überblick verschaffen kann über dieses neue Areal, in dem man nun feststeckt. Also mit dem Dino geht ja alles schief. Das nächste Mal werde ich dem eine Mario-Mütze aufsetzen. Das wird dann hoffentlich besser. Ich weiß auch nicht, warum ich da eben runtergefallen bin. Kann mir das jemand mal erklären? Nein! Husch! Pfui Deibel! Pfui Dübel! Geht doch. Meine Herren, jetzt wäre ich fast über den Zaun gesprungen. Dann falle ich aber vom nicht vorhandenen Glauben ab. Und auch noch den Berg runter. Ja. So, jetzt müssen wir uns das mal genauer anschauen hier. Bin ich noch runtergefallen? Dann springe ich halt hoch. Hier wird die Lage knifflig. Hey, wer ist da? Wer klettert da an mir hoch? Ein Eisfloh? Eine Schneefliege? Wer auch du bist. Du nervst. Ich werde dich wohl wegpusten müssen. Ach, und der Pinguin-Kollege, der nervt dich nicht, oder was? Also es gab zumindest am Original... Ich stehe da die ganze Zeit unverändert und die trollen mich. Jetzt ist auch mal gut hier. Sag mal. Okay, ich bin heute mit dem falschen Fuß aufgestanden. Oder nein, ich schieb Yoshi einfach die Schuld in die Schuhe. Ja, Yoshi hat Schuhe an, da kann man ja auch die Schuld reinschieben, oder? Meine Fresse. Die Sache ist die. Dieser riesen Schneemannkopf wird einen runterwehen. Und das finde ich nicht so toll. Wir müssen ja nach oben. Aber zum Glück ist da noch so ein entfernter Verwandter, der Pinguin aus Biberbergbob. Das ist Onkel Fritz. Der da ein bisschen lang wurstelt. Und Onkel Fritz, jetzt mal halt richtig in Deckung, der wird uns so ein bisschen helfen. Unfreiwillig. Der läuft da lang wie bestellt und nicht abgeholt. Ja. So, und der hat vielleicht Saugnäpfe an der Füße. Auf jeden Fall sind wir bei ihm gesaved. Er ist so ein kleines imaginäres Relaxo. So, ich hab's geschafft. Ja, nochmal wäre ich echt ungern runtergefallen. So, dann gucken wir. Ach, hier ist der Stern. Den habe ich gerne. Aber gucken wir mal, was da oben ist. Okay, sammel den Stern ein. Hauptsache, wir kommen mal ein bisschen voran hier in dem Saftladen. Sehr gut. Und das sieht jetzt auf einmal aus, als hätte so eine abgeschnittene Stirn. Habt ihr das gesehen? Das sah ein bisschen ungesund aus beim Schneemann-Kollegen. Dann saven wir das mal ab. Aber gehen jetzt mit Mario in die zweite Mission. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was die Missionen sind. Und das kann auf der DS-Version ja auch variieren. Abhängen mit Bully. Dass diese Information reicht mir, da weiß ich, was ich zu tun habe. Aber auch nur, weil ich das Original kenne. Bully's back. Damit nicht hier Bully von, ihr wisst schon. Hey, schon erledigt. LOL. Tja, so
lange der erste Stein gebraucht hat, so schnell gibt's den zweiten. Nicht der Bully, der Schuh des Manitou gedreht hat und all so Sachen. Nein! Das sind die Kerle, die man in die Lava stupsen muss. Ich glaube, gerade diesem Eisbully hätte in die Lava schubsen gar nicht geschmeckt. Noch weniger als den anderen. Das ist aber nur eine Vermutung. Das ist, was ist denn Aufgabe? Yoshis Eisskulptur. Hä? Was? Gut, dann nehmen wir mal Yoshinski. Yoshis Eisskulptur. Ach so, ich sehe es auf der Karte. Was hat das mit Yoshi zu tun? Ich sehe schon. Das war früher anders. Früher war hier so ein, wie soll man es bezeichnen? Ein Block, ein Labyrinth, wo man den Weg reinfinden musste. Hatte ich anfangs, also 1997 auf dem N64, echt Probleme damit, da reinzukommen. Aber nachdem ich es wusste, war ich immer stolz drauf, dass ich genau wusste, wie das funktioniert. Und jetzt haben sie es geändert. Ich frage mich nur, was genau man schmilzen muss. Muss ich da so hochspringen und dann... Spring mal schön hoch. Ich weiß ja nicht, ob das hier zeitlich begrenzt ist. Ja, da ist die Frage, hat sich gerade erübrigt. Und da steckt er fest. Wie ein nicht fertig gegessener Gulasch. Also einfach nur auf die Tube drücken und dann kann ich das wahrscheinlich aufmachen. Wie in diversen Yoshi's Island Games. So, auf die zweite Ebene und dann mal sehen, wie das läuft. Crazy. Ach, Yoshinski, komm schon bitte. Noch soll es zeitlich reichen. Okay. Bisschen Kamikaze dabei. Aber ist mir doch... Hundekuchen ist mir das doch. Kann man sich auch mal ganz schnell hinbewegen. So, es gibt ja in dieser Welt noch ein Iglu. Da werden wir uns wohl auch reinwagen. Aber ich denke, die kommen jetzt gleich wieder an von wegen 8 rote Münzen. Und die sind ein bisschen... schwieriger versteckt. Das kann man schon so sagen. Da die 100 gelben Münzen. Ich bin gespannt, aber bislang war es ja, außer in der Giftgrotte, kein Thema. Eiskunstlaufen. Ich sehe, wo der Stern ist auf dem unteren Bildschirm. Okay, ich weiß, was das ist. Aber das ist ja noch verwirrender. Die Mission hieß ursprünglich auf dem See irgendwas. Irgendwas mit dem See. Mit dem Eissee. Jetzt nennt es sich einfach Eiskunstlaufen. Jetzt haben sogar noch einen zweiten Gegner dahingestellt, damit man leichter hier hinkommt. Und das war's auch schon. Denn hier in diesem Block ist ein Stern versteckt. Mit einem gezielten Sprung auf so einem Wulowab-Gegner, ich weiß gar nicht, wie die heißen, diese Kollegen da. Kriegt man das hin und kommt dahin. Zackig und rattig. Okay, Freunde der Nacht der modernen Unterhaltung, die Silbersterne des Schneemanns. Ich habe Mario genommen. Aha. Ich sehe jetzt auf der Karte Silbersterne, die waren natürlich früher nicht da. Und dann werde ich mal versuchen, die zu bekommen. Da hätten wir schon mal einen. Was habt ihr denn da für einen Garten? Das ist Privateigentum, die haben sich da ein bisschen breit gemacht. Die drei Goomba-Brüder. What the hell? Ey, nicht nur die Kappe. Mein Stern. Silberstern. Aber es ist immer noch mein Stern. Oder es ist Lauras Stern. Boah. So. Wo ist denn die Nummer 2? Da unten. Natürlich böse. Da kommt man nicht ohne weiteres dran, ohne sich treffen zu lassen. Aber ich weiß natürlich eine Möglichkeit. Werden wir gleich hin zurückkehren. Sag mal, die Sterne sind ja da, wo die roten Münzen waren teilweise meistens. Das macht mich ein little bit nervös. Wo sollen denn... Gell, die roten Münzen sind weg. Die müssten doch sonst trotzdem noch da sein. Sind die alle im Iglu vielleicht? Haben die sich was Neues einfallen lassen? Ist ja spektakulär. Okay, gucken wir erstmal. Nein! Sad Timing.
Ja, welches Timing? Da war keins. So, auf geht's. Diese 3D-Welt, in der wir leben. Diese Welt, in der wir leben, ist für uns noch völlig neu. Diese neue Welt haben wir noch nicht erforscht. Komm mit und schnapp sie dir, Pokémon. Nein, nicht ganz. Das nächste Pokémon-Let's Play kommt auch noch, aber... ein Silberstern ist da. Gefragt. Das, genau das habe ich echt befürchtet. Ich habe gerade gedacht, kommt da vielleicht ein Schneemann? So, Achtung, Energie. Ja, welche Energie, fragt ihr euch? So, aber ich brauchte diesen Panzer. 5 Silbersterne sind's, ne? Der letzte ist unter dem Eisblock und da brauche ich eigentlich den Panzer. Ach, er ist wieder da. Gut, dann weiß ich jetzt, wo so ein Fatzke auftaucht. Ich hab das schon befürchtet. Oder sollen wir unten lang? Komm, wir gehen unten lang. Brauche ich gar nicht so Schiss haben. Weil es kann immer noch alles schief gehen. Und wo spawnt er? Warte, wo ist das denn? Wo ist das denn? Ich habe jetzt Angst, dass ich mich irgendwas erledigt. Wenn es nur... oh, das Elektro-Ding ist. Oder dieser Schneemann. Bist du eigentlich wahnsinnig? Hör auf damit. Sammel den Sternen und schon herrscht Frieden auf der Welt. Die schaffen es echt, mir diese Welt zu einer Challenge zu machen. Ich war immer stolz, dass ich die, glaube ich, sogar im allerersten Let's Play in einem Part durchgedönert habe. Und jetzt... anscheinend nicht. Ist aber ein Stern mehr, ne? Ein Igloo von innen. Immer noch nichts von den 8 roten Münzen zu sehen. Haben sie die vielleicht entfernt? Oh, komm, wir lassen mal die 8 roten Münzen weg. Wer braucht die schon? Hä? Das wäre echt ein bisschen suspekt. Aber womöglich sind die alle im Igloo, weil da musste man sich nicht komplett umschauen. Und das haben sie bestimmt geändert, dass man sich jetzt da halt doch umschauen muss. So, gib her. Und... och, Mann! Ich bin so unfähig! Let's go. Oh, Mann. Nein, 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 nein. Lass mal stecken. Was ist denn mit deinem Kollegen da hinten? Brauche ich euch beide, oder was? Geht ja gar nicht. Was soll jetzt? Gut, Yoshinsky wird es machen müssen. Ach, das ist ja Eiswasser. Das verletzt mich nochmal zusätzlich. Deswegen haben die gerade so rumgestresst. So. Okay. Nichts, was wir nicht hinkriegen. Und. Läuft bei dir. Wir brauchen den grünen Panzer. Ach was, andere gibt's ja nicht. um zum Igloo zu kommen. Oder gibt's noch eine Möglichkeit? Ich glaube, es gab noch eine Möglichkeit, einfach so runterzuspringen gezielt. Aber das hier ist der offizielle Weg. Das ist ganz dezent gekennzeichnet mit 2, 3 Münzen. Und das Igloo ist jetzt nicht so groß. Ja, also, was kann da schon großartig drin sein? Wir gucken mal. So winzig. Und jetzt guckt euch mal an, wie das von innen aussieht. Ach, ganz anders. Ganz anders! Rote Münzenallee. Hä? Dem ist komplett... das alte Igloo ist einfach komplett entfernt worden. Gut, die 8 roten Münzen scheinen jetzt keine Challenge zu sein. Was muss ich denn tun, um an den Stern zu kommen? Da unten ist er. Toll, eine neue Mission. Ich weiß noch nicht, wie ich das wegkriegen soll. Mit dem Transparent. Oh no. Mit Luigi. Bumbatz, Bumbatz, Bumbatz. Mit Luigi. Ja, auf jeden Fall. Guck mal, ich tu mal die Bombe anschwätzen. Buddy. Der macht immer die Kanone fertig. Fertig wie rettig. Gut, nee, die Münzen machen wir auf einen Schlag. Das ist ja klar. Das ist ja kein Thema. Dann werde ich... wie machen wir das? Das Luigi-Cappy ist da vorne. Ja, aber wir müssen es halt so machen. Ich wusste doch nicht, dass es da drin anders aussieht. Ursprünglich war das so... ja, das musst du auch mit Transparent-Cappy machen damals, ne? Das war ganz hinten versteckt und da waren ganz viele Eisplatten. Und das war denen wahrscheinlich jetzt zu verwurstelt. Und da haben sie es geändert. Hey, Goomba-Kollege!
Luigi. Ups. Ja, selbst wenn die das Iglu alt gelassen hätten, hätte ich ja trotzdem Luigi gebraucht, um transparent zu werden. So, jetzt bloß nicht treffen lassen. Und ich wollte einen Weitsprung machen. Das sah nicht mehr ganz so graziös aus, wie es sein sollte. Graziös. Kommt von Kratzen. Katzen, die kratzen. Und dabei laut schmatzen. Oh, jetzt sind die alle weg. Gibt es nicht noch andere Möglichkeiten hinzukommen? Okay, ich brauche den. Kannst du nicht mal dich nützlich machen? Bezweifle es fast. Hallo, ich bin der Gegner. Du bist geschaffen worden, um mich zu töten. Also ich bin der Gegner für dich, du bist der Gegner für mich. Hallo. Der hat seinen Beruf verfehlt, glaube ich. Ja, hat ja super funktioniert. Ich könnte es mit einem Dreiersprung probieren. Und anschließend Hechtsprung. Na, warte. Oh, was denn? Ich bin ja immer noch ein Yoshi und deswegen hat er so abgebremst. Ich probiere es nochmal. Nichts ist unmöglich. Und das auch ohne Toyota. Na, siehste. Nee, das will ich nicht. Was ist denn das hier für ein Unkraut? Pfui. Jetzt räumen wir auf. Luigi Power. Und jetzt erledigt der Gegner mich und ich verliere meine Kappe. Mann, dreh ich aber am Rad und nicht am Glücksrad, ey. Na, 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 na. Wunderbar. Schön, dass wir hier noch auf einen gemeinsamen Nenner kommen, hier in dem Schuppen. Auch jetzt nicht treffen lassen, das wäre irgendwie ungesund. Weil ich meine Kappe ja wieder einsammeln könnte. So, Kamera schon mal positionieren. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich habe. Am besten einfach Gummi. Oh, Tipps. Das war schon die ganze Geschichte. Ist hier unten noch irgendwas Spannendes? Nein. Nur echt nochmal einen Block, damit du wieder raus kann, aber den hättest du gar nicht gebraucht. Also du bist ja nicht eingesperrt, du kannst ja auch einen Stern einsammeln. So läuft's. So läuft's manchmal. Ich frage mich, ob die Zeit jetzt zu knapp ist für die 100 Münzen. Ich weiß es nicht. Wir gucken mal. Rote Münzen und ihr zu Hause. Ahoi. Ja, dann machen wir das so. Da wir ohnehin wissen, dass die 8 roten Münzen... Na, guck mal, da was Neues. Oder gab es hier schon eine Kiste? Dass die 8 roten Münzen scheinbar alle im Iglu sind. Ja, Portemonnaie, komm her. Ups, das war gar keins. Aber du. Auch nicht, aber du bist ein Portemonnaie. Verdammt, Dachs, ich wollte doch zuschlagen. Schlagen Sie zu, auch heute noch. Kann ich den mit Yoshinski eigentlich selbst einfach nur einsaugen? Der Portemonnaie macht sich lustig über mich. So schwer war es nicht in der Welt, an die 100 Münzen zu kommen. Weil hier gibt es ja schon einiges. Wobei, da waren auch viel mehr Münzen im Iglu drin. Da muss man auch mal so honorieren. Aber es fehlen jetzt die anderen roten Münzen. Wir werden sehen, wie es funktioniert. Ich bin da ganz optimistisch. Warum auch immer. Kein Grund dazu, aber hey. Ich bin das. Die Schneemänner. Die Kiste ist wieder da. Da dürfte aber nichts rausspringen. Die Schneemänner sind nicht so leicht zu besiegen. Like on the original. Weil hast du nicht eine schöne Steuerung wie damals. Aber funktioniert. Aber wir haben ein paar Goombas mehr. Oh, Shy Guy. Nee, ist ja kein Shy Guy. Das ist ein Fly Guy. Ärgerlich. Dann komm halt so her. Ah, sehr gut. Herr Gellung, oh, ich hätte den doch so, ne? Bist du der, den ich eben erledigt habe? Eigentlich nicht, oder? Eigentlich nicht. Gut. Ein Viertel. Ohne, wir sind noch ganz am Anfang, haben schon ein Viertel. Guck mal, ich glaube. Okay. Wollte ich auch mal ausprobieren. Versuchen wir dann. Eine Eule! Selbst hier
Ich glaub das ja nicht. Die gab's eigentlich nur in Wurmswuchtwall und die haben sie jetzt in noch mehr Orte reingepackt. Was soll ich davon halten? So, das war jetzt das Ei, was ich abgeschossen habe, ne? Ich will nicht die... Genau, Set Goomba. Ich will auch kein Wario, auf keinen Fall. Also lieber bin ich Luigi. Was durcheinander, ne? Das war schon wieder die Wario-Kappe. Weil will ich die ja nicht. Gibt es eine andere Möglichkeit, die loszuwerden? Da ist Mario. Ihr nervt. Ihr führt euch auf wie die Mario Brothers. Jetzt ist es aber wirklich, sonst wird es ja noch knifflig. Goomba Coin. So eine lächerliche Goomba Coin. So. Ja. Toll. Die andere Münze kann ich jetzt vergessen. Was ist denn mit dir da? Was machst du denn da oben? Du bist bereuen. Krass, wie er mich fertig macht. So, jetzt aber weiter im Text hier. Lass mich doch nicht weiter trollen hier. Von den Kollegen da. So, oh, jede Menge Coins drin. Klar, ein Portemonnaie, du. Yeah. Mein Portemonnaie sind aber eher Scheine drin. So, das ist wieder eine Kiste. Weil ich nicht genau weiß, wo man die Kiste hier dagegen schlagen soll. Wir probieren es aus. Hier irgendwo wird sich doch irgendwas finden, wo man etwas kaputt machen kann. Soll ich das probieren? Ich probiere es. Ah, da geht er durch. Gut. Es ist rutschig. Nee. Ich will Z-Kiste öffnen. Die ist ja komisch platziert da. Weit und breit nichts, wo man sie gegen schleudern kann. So, aufgepasst da. Was hältst du hier an? Ich glaub's nicht. Endlich. Ja, man muss halt kämpfen um sein Geld hier, ne? Aber ich find's gut, scheinbar packen wir die Welt trotz der vermehrten Anzahl an Sterne doch in einem Part. In einem saftigen, großen, langen Part, aber in einem Part. Na, noch so ein... Was sind denn die Münzen da? Wenigstens. Kompagnon, komm mal her. Snowman. Snow White and the Huntsman. Wow, komm her, Mann. So, nun zu dir, mein Bürschlein. Zack, zack. So gut wie die Hälfte. Aber wir haben schwierige Münzen gemacht. Da vorne liegen ja einige auf dem Weg einfach. Oh. Okay. Mario Mütz ist jetzt an anderer Ort und Stelle. Was ist denn jetzt? Die Eier geben dann die Münzen, die der Gegner gibt, oder was? So, du vielleicht noch. Was für ein Desaster! Was ist mit denen da hinten passiert? Was ist das? Was soll das? Warum sind die auch kaputt gegangen? Kann es mir jemand verklickern? Ich hätte die eigentlich gebrauchen können. Aber wir wissen ja... Nee, Yoshi alleine packt's nicht. Da braucht man ein Käppi oder sowas. Okay. Huh. Ja, es war echt nicht schön, du. Jetzt haben wir doch erst 58. Das ist noch ein bisschen weniger, als ich angenommen hatte. Hatte mit mehr kalkuliert. Erstmal hier noch lang wursteln. So. Ich hoffe mal, dass oben noch Münzen waren. Hier sind noch welche. Jetzt muss ich das Gedings machen, oder? Nee. Der nervt uns trotzdem. Hey, Pingu! Pingus! Komm mal her. Der ist auch... Wenigstens geht er ganz schnell nach hinten wieder, ne? Damit wir fortfahren können. Gemeinsam. Du und ich. Jetzt wieder einen Schritt zurück. Wieder einen Schritt vor und dann gibt er Gummi. Von hier aus könnte man... Ach, egal.
auch runterspringen zum Iglu. Gut möglich, dass wir das so deichseln. Jetzt mal gucken, gibt es hier oben was? Außer. Hier hätte eine Eule drin sein können. Leben des Todes! Gut, das juckt mich nicht. Wollen wir runterspringen einfach zum Iglu? Wäre eine Möglichkeit. Ja. Ich bin ja gleich wieder da. Achso, ich bin hier. Hm. Wir sind da ruck. Nee. Pfui. Warte. Pfui, extra Gold. Ja, es ist eine knifflige Angelegenheit, Freunde. Ich muss mich dafür entschuldigen. Boah. Ach, mir egal. So, und jetzt hier runter. Ich trau mich einfach. Gut. Da sind die Münzen. Darf ich nicht vergessen, aber wir gehen trotzdem erstmal ins Iglu rein. Captain Iglu wäre stolz auf uns. Alter, noch 36. Heftig. Aber hier gibt's einiges. Oh ja, auch so viele Gegner, ne? Das könnte interesting werden. Ich kann es ja nicht, konnte es ja vorher nicht einschätzen hier. Wenn ich die Gegner wieder so komisch erledigen kann, wie da Richtung Panzer. Stimmt, da oben beim Panzer, da müsste auch noch was gewesen sein an Münzen. Oder? Auf dem Weg da? Möglich, ne? Also hier die 8 roten Münzen einzusammeln ist jetzt nicht schwer. So, ich möchte eigentlich am liebsten auf die Birne springen einfach. Dies gelingt nicht. Ja, aber mit den Gegnern geht's. Hier sind genug Gegner, hier ist genug Zeug drin. Also die Angst war unberechtigt. Ich versuch's erstmal nur so. Gibt's hier vielleicht eine schwer versteckte rote Münze? Das ist auf jeden Fall genug. Noch 13. Hier vielleicht noch Münzen drin? Ja. Auch noch das. Das hat jetzt ein bisschen traumatisch ausgesehen, aber... Bummatz, Bummatz, Bummatz. Fragt sich nur, ob das gut oder schlecht sein soll, dass dieses Iglu verändert wurde. Ihr könnt ja gerne in die Kommis schreiben, welches der beiden Iglu-Varianten ihr besser findet. Dieses oder das alte. Ach so, das ist der Stern. Ich dachte schon, das ist die siebte erst. Sehr gut. Wir sehen zwar nichts, aber hey, wir haben einen Stern. So. Ja, vielleicht ist dieses neue besser, weil man da das wenigstens erkundet. Aber im alten muss man überlegen und suchen. Schwierig. Ich könnte mich mal nicht festlegen. Yo! Saubere Leistung, wenn mich nicht alles täuscht, waren das alle Sterne in dieser Welt. Das ist richtig heftig. Einen Stern möchte ich allerdings noch machen. Wenn ich den nicht schon geholt habe. Ich kann mich erinnern, Toddy hatte einen und ich weiß gar nicht, ob ich den schon habe oder nicht. So, ja, Frostbeinfrust haben wir komplett. Saubere Arbeit. So, warte. Der Toddy, hat der einen Stern gehabt? Vielen Dank, Yoshi. Die Powersterne kehren nach und nach zurück. Du hast Bowser verjagt. Übrigens, magst du Münzen? Sammeln jeden der 15 Kurse 100 Münzen, dann erscheint dort ein besonderer Stern. Nee, früher hat er mal einen Stern gegeben. Dann halt nicht. Ja, ich glaube, das Fliegenpilz... Oder warst du das? Das Fliegenpilz-Fiasko kommt als nächstes. Ach, doch, der hat den Stern. Guck mal an. Und darauf könnt ihr euch freuen im nächsten Part. Fliegenpilz-Fiasko, glaub schon. Also Daumen hoch, wäre geil. Boah, labern mich nicht von der Seite an. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.